Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Wir haben mit großem Entsetzen und Trauer und Bedauern von diesen grausamen Anschlägen erfahren, die gestern in Paris geschehen sind, und sind entsetzt darüber, dass so etwas inmitten Europas so nah an der deutschen Grenze passieren konnte. Wir haben als erstes natürlich unser Mitgefühl und unser Beileid, was wir zum Ausdruck bringen möchten für die Hinterbliebenen der Opfer dieses Anschlages. Und auch unsere Gebete sind im Moment bei den Verletzten. Es ist eine Tragödie und ein Schmerz. Und wir alle müssen uns überlegen, wie wir mit dieser Situation in Zukunft umgehen können. Dieser brutale Akt des Grauens gegen alles, was man Humanismus oder Demokratie nennen kann, was man Freiheit des Denkens, Religionsfreiheit nennen kann, ist aufs Schärfste zu verurteilen. Das Traurigste allerdings ist, dass die Menschen, die das angerichtet haben, das im Namen einer Religion anrichten, die in ihrem Namen das Wort Frieden stehen haben. Sie pervertieren damit alles, wofür der Islam steht. Islam lehrt nicht nur das Leben zu schätzen, das Leben zu schützen, sondern im Heiligen Koran ist es ganz klar und deutlich gemacht worden in einer Aussage, wo es heißt, dass derjenige, der ein unschuldiges Leben tötet, sich so verhält, als ob er die ganze Menschheit tötet. Also der Schutz des unschuldigen Lebens ist immer gewährleistet durch den Islam, und alle Muslime müssen dafür Sorge tragen, dass es zu solchen Anschlägen nicht kommen darf. Wir sind verpflichtet heute, auch in der islamischen Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass solche Ideen keinen fruchtbaren Boden finden in der großen islamischen Community, die sich mittlerweile in Europa gebildet hat. Wir müssen alles dafür tun, dass dieses Gedankengut nicht eine Chance erhält in unseren Moscheen, in unseren Gemeinschaften, da in der ganzen Umma in Europa.